Liebe Freunde der Großen und Kleinen Bahn, heute gibt es nun endlich auch von mir mal ein Video über das Epoche 2 Fremo-Treffen in Kloppenburg. Wir haben hier ein Bild vom Aufbau. Ja, das Video wird allerdings ein etwas anderes Format haben, als man es von meinen Treffenvideos gewöhnt ist. Ich habe einfach mal in Possenhof die Kamera hingestellt, beziehungsweise das Handy. Und habe einfach mal die Zugbewegung eines Fahrplans, ich weiß jetzt nicht, ob er hundertprozentig komplett ist, einfach mal verfolgt. Die restlichen Bilder gibt es natürlich auch, zumal es diesmal wahrscheinlich deutlich mehr Videos werden, weil ich die Erlaubnis habe, die Zugmitfahrten von Mittelstadt TV zu kommentieren und hier auf dem Kanal dann in kommentierter Form nochmal zu präsentieren. Also es wird sehr, sehr viel Material geben von diesen Treffen, auch wenn es hier, naja, bei mir ein bisschen später geworden ist. Aber das liegt einfach daran, dass im Mai fürchterlich viel los war und dass ich da viel aufzuarbeiten habe. Und diese Treffenvideos, die werden im Wechsel mit meinen Videos im Miniaturwunderland stattfinden, wo es sicher auch nicht bloß ein Video geben wird. Naja, und dann haben wir auch noch Possenhof, Projekt Possenhof, wo wir auch noch ein Video uns anschauen werden. Ja, wir haben hier einen Personenzug, der hier bereitsteht und jetzt jeden Moment ausfahren wird. Besondere an dem Zug ist, wir haben hier zwei Wagen vor dem Packwagen. Das ist einmal ein Kurswagen und einmal ein Verstärkungswagen, wo jetzt hier gerade mit dem Finger drauf gezeigt wird. Und dann der Packwagen und ganz hinten hängt auch noch ein Güterwagen dran. Ich vermute mal, dass das hier der Stückgutwagen ist. Ja, nun fährt er aus. Übrigens sind ein paar Sequenzen hier im Video, weil das sonst viel zu lang wird, sind etwas schneller gedreht. Also wenn ihr hier hektische Bewegungen seht, nicht wundern, das ist ja nicht das erste Video, was ich hier etwas schneller drehe. Allerdings die meisten Zugbewegungen sollten jetzt hier im normalen Tempo stattfinden. In der nächsten Sequenz geht es dann jetzt um den Güterzug. Das ist übrigens der Nachmittagsfahrplan. Der ist im Vormittag ist er reingekommen, hat hier Wagen verteilt und jetzt am Nachmittag werden dann die Wagen, die also aus dem Bahnhof raus sollen, in die ferne Welt, die werden jetzt hier zusammengestellt und dann mit dem Güterzug abgefahren. Im Moment geht es jetzt hier erstmal um Wagenkarten und um Frachtkarten und das alles zu überprüfen, dass das alles auch stimmt. Und deshalb drehen wir das hier auch ein bisschen schneller. Ja, dann setzt sich der Zug in Bewegung. Oder sollte es zumindest. Naja, mit der Weiche, das ist die einzige Weiche, die noch ein bisschen Ärger macht. Da müssen wir nochmal gucken, was da ist. Wobei, ich glaube, jetzt war sie einfach nur falsch gestellt. Also könnte ich jetzt an den Zug rumfummeln, wie ich wollte. Wenn es elektrisch nicht funktioniert, dann funktioniert es elektrisch nicht. Ja, das ist dann auch gleich das Thema Rangieren, weil da, wo der Zug jetzt gerade rausfährt, darf er quasi nur als Rangierfahrt raus. Er darf dort nicht ausfahren. Auch nicht wundern, wenn dann beim Rangieren der Zug dann ein bisschen weiter fährt, als er eigentlich sollte. Die Lokführerin war noch relativ jung und muss das alles noch üben. Naja, händische Eingriffe nur da, wo sie notwendig sind, das ist ja schließlich kein Schattenbahnhof.
Aber ich habe dann auch noch im Video hier auf den Gleisen rumgefummelt und irgendwelche Wagen verschoben, das sieht man dann noch. Ja, das ist ein Wagen, der hier abgestellt wurde, weil er für den Lokschuppen Betriebsstoffe angeliefert hat. Der ist jetzt fertig entladen und kann so jetzt also dort vom Gleis wieder weg. Zumal er die dahinterstehende Lok blockiert hat, die aber im Moment auch nicht gebraucht wird. Normalerweise ist es hier so, dass der Schuppen leer ist, also im Vorbild, ne? Und dass dann der nur dafür da ist, um eine Lok übernachten zu lassen, die hier sozusagen den letzten Personenzug nach Possendorf fährt. Und also dass hier drei oder vier Lokomotiven da sich im Bahnhof befinden, das ist im Vorbild nicht passiert, also maximal zwei. Ja, das dort hinten ist das Ladegleis, der Güterzug gerade eingefahren ist. Er nimmt dort die dort stehenden Wagen auf. Und fährt wieder raus, diesmal allerdings auf einem Gleis, wo er auch ausfahren kann. Also nur das Gleis 1, das ist also das hier rechte, da wo jetzt hier das angedeutete Bahnhofsgebäude ist, und das Gleis 2, da dürfen Züge ausfahren. Im Gleis 3, da kommt noch eine Gleissperre hin, die wird da noch, muss da noch eingebaut werden. Ja. Da kann man jedenfalls also nicht ausfahren. Ja, diese weißen Pünktchen da, das sind die Gleisfreizeichen, die sind dann später in der Epoche 3 oder wahrscheinlich schon Ende Epoche 2, das weiß ich jetzt nicht so genau, rot-weiß angestrichen worden zu Zeiten der Sächsischen Staatsbahn und in der ersten Zeit, also in der früheren Epoche 2, waren die in Sachsen weiß. Ja, hier kommt dann der Personenzug eingefahren, typischer Windbergzug mit Baureihe 980 und den vier Windbergwagen. Nur der Packwagen ist es nicht so ganz richtig, weil der für die Windbergbahn zu lang ist. Das ist der sächsische Packwagen von Sachsen-Modelle. Die sind also dann, es gab ja verschiedene Packwagen in Sachsen, die sind also dann mit kürzeren Wagen dann gefahren. Ja, dann verlässt uns der Nahgüterzug. Übrigens noch die letzten Worte zum Nahgüterzug. Es ist ja damals so gewesen, dass wirklich die wenigsten Bahnhöfe eine Ortslok hatten. Also die mussten dann schon relativ groß sein. Also solche Bahnhöfe wie Possendorf, die hatten nie eine Ortslok. Das heißt also, sämtliche Bewegung auf dem Bahnhof hat immer die Zuglok des Nahgüterzugs gemacht. Na, die hatte also dann, das war im Fahrplan dann so organisiert, dass die dann entsprechend die Zeit auch hatte im Fahrplan. Ne? Und dann da die einzelnen Wagen an die einzelnen Ladestellen zu stellen. Ja, die Kreuzspinne entfernt sich vom Zug, die ist abgekuppelt. Das Schlusszeichen, was ich jetzt gerade hinten vom Packwagen weggenommen habe, ist jetzt, wird auf die andere Seite gemacht. Na, das ist also hier auch so eine Fremo-Geschichte. Also im Original werden die natürlich einzeln in die Schlussscheibenhalter eingesteckt. Meist auch oben, da muss man dann irgendwo auf eine Leiter, also auf eine Leiter nicht, aber da gibt es dann Stufen, na, am Wagen, wo man also hochkommt. Hier an dem vorletzten Personenwagen sind die Schlussscheibenhalter angedeutet. Die funktionieren natürlich so in H0 nicht. Deshalb muss man sich dann irgendwas überlegen. Und im Fremo ist dann eben üblich, dass dann so als gedrucktes oder geätztes Teil
dann entweder auf die Puffer zu legen oder oben dann verkehrt rum auf die Schlussscheibenhalter. Also vor allem bei Schnellzugwagen, die dann so einen angedeuteten Übergang noch haben, da passt das also nicht auf die Puffer drauf, da muss man das dann irgendwo oben einhängen. Ja, die Lok umfährt den Zug, fährt jetzt wieder an den Backwagen dran, sie sollte es zumindest. Da ist sie wieder. Ja, deshalb auch der Name Kreuzspinne, dadurch, dass eben die Zylinder in der Mitte liegen. Da sieht man also von vorn und von hinten das Gestänge, was dann eben sich bewegt. Das ist also für eine Dampflok eigentlich ungewöhnlich. War übrigens die teuerste Lok der DAG unter Unterhaltung, weil diese Dampfleitung, die ja, flexibel sein mussten, und es ist ja hat ja auch Hochdruckzylinder, wo also mehr Druck drauf ist als zum Beispiel bei einer 4K, waren da ständig Reparaturen notwendig, und es gab allerdings auf dieser Strecke keine Alternativen, sonst hätte man die sicher viel, viel früher ausgemustert. Hier fehlt leider ein kleines Stück, da habe ich erst zu spät die Kamera eingeschalten. Hier wurde praktisch aus dem Ladegleis die Wagen herausgeholt. Dann erstmal hier abgestellt. Die Lok wird abgekuppelt und umfährt dann gleich diese Rangiergruppe. Ich sollte ja mal ein Video übers Rangieren machen. Ja, im Prinzip ist es das jetzt, ne? Man sieht ja leider auch nicht, dass die Weiche gestellt wird, dann hätte die Kamera weiter hinten stehen müssen. Allerdings, dann hätte man in dem hinteren Teil des Bahnhofes noch weniger erkannt. Ja, der Zug wird wieder nach hinten geschoben. Jetzt erstmal auf das erste Gleis im Lokschuppen. Es wird abgekuppelt und dann geht es wieder raus. Die beiden Weichen hier hinten in Richtung Lokschuppen, die waren alle beide nicht so ganz unproblematisch, also da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Jetzt wird der Rungwagen abgestellt. Sieht man leider so gut auf der Entfernung nicht, weil natürlich die Kamera auf den vorderen Bereich scharf stellt. Das ist natürlich hier bei so einer Konstellation auch eher schwierig, dass man da, in der tiefen Schärfe im Video das den ganzen Bahnhof hinkriegt. Das ist natürlich fast unmöglich. Theoretisch hätte man hier einen Kameramann gebraucht, der praktisch immer mit der Kamera rumläuft. Ja, hier muss es mal einen händischen Eingriff geben, weil der Rungwagen leider da sich selbstständig gemacht hat. Und das wahrscheinlich ist das Modul schief eingebaut, dass der hier selber ins Rollen gekommen ist. So, dann geht es wieder in Richtung Lokschuppen. Das sind jetzt keine Wagen, die jetzt im Lokschuppen zugestellt werden. Das werden wir dann noch sehen, die werden dann im späteren Lauf des Rangiervorganges
klärt sich das dann noch auf, während jetzt hier gerade die Lok nicht so richtig will und auch die Wagen wegrollen. Also das Modul scheint wirklich schief zu sein. Das ist beim Aufbau gar nicht aufgefallen. Ja, die beiden Weichen, da muss man immer mal ein bisschen schieben, leider. Es kann natürlich auch sein, dass die Lok dann irgendwann mal schmutzig war. Ja, dann kommt hier der Personenzug eingefahren. Die Lok muss umsetzen vom Personenzug und muss also auch jetzt ein bisschen arrangieren. Deshalb muss ich mich jetzt verkrümmeln mit meiner Lok und muss dann das, was ich angefangen habe, dann etwas später beenden. Die Wagen können so lange stehen bleiben. Naja, erstmal wird noch der Rungenwagen aufgenommen mit einer Holzladung. Ich weiß jetzt hier jetzt auch leider nicht, ob das jetzt noch Wagen sind, die gerade reingekommen sind und die jetzt eigentlich schon ent- oder beladen sind. Ich hatte dann immer mal Frachtanforderungen aus Schwarzbach. Da ging es eben gerade um diese Holzladung. Na, wird doch noch zumindest der Rungenwagen noch reingestellt. Aber der Personenzug hat im Prinzip auch Zeit, weil er sowieso der letzte Zug im Fahrplan ist. Aber jetzt schnell weg mit der Lok. So, und während die eine Rangierlok auf der Weiche mal wieder stehen bleibt, wird die andere abgekuppelt. Die wird auch jetzt den Zug umfahren. Bewegen sich sogar mal zwei Loks, sogar der gleichen Bauart, zu gleicher Zeit. Und man sieht, ich habe ein bisschen drin rumgeschnitten im Video, damit die Szenen, wo nichts passiert, nicht zu lang werden und auch das ganze Video nicht zu lang wird. Ja, und was geht's jetzt hier? Wir haben hier ganz vorne einen Milchwagen, der zugestellt werden muss. Und wir haben hier noch einen Verstärkungswagen, der am Ende des Bahnhofs abgestellt wird. Ja, die Schlussscheiben, das Thema hat man vorhin schon mal. Und nach gefühlten Ewigkeiten sind die beiden Wagen endlich abgekuppelt. Und es geht mit ihnen an die vorgesehene Stelle. Für den Verstärkungswagen heißt das erst einmal das Ende des Bahnhofs, da wo die Fahrzeuge jetzt stehen. Da wird dann dort abgekuppelt. Die Lok fährt mit dem Milchwagen wieder zurück. Dort wird die Weiche ins Ladegleis gestellt und sie schiebt den Milchwagen zu dem Rungenwagen.
Damit hat die Lok erstmal ihre Aufgabe erfüllt. Die müsste jetzt eigentlich ins BW fahren. Aber auch im, naja, auch im Fremo läuft nicht immer alles glatt. Deshalb fährt sie jetzt direkt an den Zug. Da wird noch schnell von mir der Zugschluss draufgehangen. Das ist übrigens der Stückgutwagen, der da drin dran hängt. Ist für mich jetzt ein bisschen komisch, dass er dran bleibt. Weil eigentlich. Achso, nee, das ist der Schutzwagen. Ja, wir haben vorne ist ein Packwagen und wenn der Zug umsetzt, dann soll im ersten Wagen nach damaliger Regelung keine Passagiere sitzen. Deshalb ist da ein Schutzwagen dazwischen. Ja, fällt mir gerade ein, ist ja jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Seit das Treffen zu Ende ist, da hat man schon die eine oder andere Erinnerungslücke, obwohl ich diesen Wagen da reingehangen habe. Weil die mir ständig den Packwagen umrangiert haben und da hat dann immer die Kupplung nicht gepasst. Weil der ganze Zug ist nicht dafür vorgesehen, dass man auseinanderkuppelt, das sind alles Rocco-Universalkupplung und vorne und hinten ist quasi eine Bügelkupplung. So, jetzt wird hier eingegriffen, händisch. Das liegt einfach daran, dass einer der Milchwagen hier eine Macke hatte. Da fehlt ein Puffer. Das ist mit diesen sogenannten OBK-Kupplungen, die keine Prallplatte haben, ein Problem, wenn man schiebt. Deshalb wollte ich ihn eigentlich auswechseln. Mir ist aber mit diesem anderen Kühlwagen, der da rumstand, ist mir dann ein Missgeschick passiert. Weshalb ich ihn dann auch nicht eingesetzt habe. Also ich wollte eigentlich die beiden Wagen tauschen. Weil der Milchwagen eben ständig irgendwie umrangiert wurde. Und also es sieht auch aus, als habe ich sie gerade getauscht, aber ich habe die dann wieder zurückgetauscht. Ja. Ich greife zum Regler. Irgendwas passiert gleich. Ja, wir müssen jetzt unsere Rangieraktion beenden. Ja, Lok kommt aus dem Lokschuppen. Kommt vor meiner Problembreiche zum Stehen. Also vor einer meiner Problembreichen. Deshalb habe ich hier auch ein Stück rausgeschnitten und kommt mit den beiden Gehwagen, die hier im vorm Lokschuppen standen, wieder raus. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es hingeht. Es geht vor den Kühlwagen. Werden jetzt die beiden Gehwagen abgestellt. Ja, damit hat sich der Auftrag der Lok erstmal erledigt. Es geht wieder zurück ins BW.
Eine Rangieraktion hätte man aber noch machen müssen. Man hätte die beiden Gehwagen, jetzt steht es nämlich so da, wenn man es da hinten guckt, die beiden Gehwagen, also das ist aber jetzt die Entscheidung, dass ich den Kühlwagen, also den Milchwagen wieder hingestellt habe. Ne? Den anderen Kühlwagen, da steht jetzt dahinter. Der Milchwagen muss als erster dort stehen, weil der früh mit dem ersten Zug rausgeht. Also, wenn der erste Personenzug wurde angehangen, das heißt, die Personenzuglok, die würde dann im nächsten Fahrplan diesen Wagen wieder abholen, da hinten und vor den Zug rangieren, also vor dem Packwagen und dann damit losfahren. Und dann geht es hier irgendwie quer übers Arrangement und in irgendeinem Bahnhof, wo der Milchhof praktisch dargestellt ist, da wird der Milchwagen dann abgehangen mit allen anderen Milchwagen, die er unterwegs eventuell noch einsammelt. Ja, meistens ist aber dann so gewesen, ne, Milchwagen Tür auf und dann standen irgendwo die Kannen auf dem Bahnsteig und dann wurden schnell die Kannen eingeräumt und Tür wieder zu und der Zug fuhr weiter. Ja, und wir neigen uns dem Ende des Videos zu. Ich denke, das war mal ein bisschen ein anderes Format, aber das, was ihr gewohnt seid von solchen Treffen, da muss ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Das kommt entweder nächste Woche oder in 2 Wochen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus.